für die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden 12.182.050 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 98,85%. Gegen die Wahlvorschläge wurden 142.301 Stimme abgegeben. Es hat dann zum Glück auch über mehrere Wochen immer wieder Treffen an einer, ich glaube, das war an der Weltzeitung am Alexanderplatz, immer wieder Menschen, die mit Plakaten darauf hingewiesen, im Mai 89 habt ihr euch demaskiert. Tendenz in der Bevölkerung, um dieses Bedürfnis der Bevölkerung zu reisen,
oder die DDR zu verlassen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das tritt nach meiner Kenntnis bis das sofort unverzüglich. Seit 1945. Und das kam zum Ausdruck in den Gesichtern. Man sah das den Menschen an, jetzt endlich mal in eine solch kleine Kabine gehen zu dürfen. Manche fühlten sich, ich auch damals, fast wie ein Kind. Wir sind dahinter gegangen und dachten, jetzt können wir dort ankreuzen, was wir wollen. Stattfindet. Ich würde mir wünschen, dass es nicht immer so eventmäßig aufgebaut wird.
zu welchen Themen? Ja, also für Demokratie grundsätzlich schon. Es wird diskutiert. Es wird diskutiert und das Diskutieren ist gut. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Dazu sind wir in Deutschland ein viel zu kleiner Teil. Protestiere gegen zu spät kommende S-Bahn, ich protestiere gegen das Klima, ich protestiere gegen Käfigtierhaltung. The only thing you can do in a democracy, you've got a voice, you should use your voice, and then the power of the people, the more people that come together to get behind one message, the more likely it is the government listens. Auf der Straße als im Internet.